Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo zu einem neuen Video. Und in meinem letzten Video habe ich dir von einem Pony erzählt, was ich über eine Nachricht von euch entdeckt habe. Ich bekomme von euch immer wieder Nachrichten von Pferden oder Ponys, die meinen ziemlich ähnlich sehen. Oder halt eben auch Pferden und Ponys, denen es halt nicht ganz so gut geht. Wie zum Beispiel auch von diesem einen Pony, von dem ich dir in meinem letzten Video erzählt habe. Kurz zusammengefasst, es lebt alleine, es steht komplett alleine, ist 14 Jahre alt, ein Hengst, ist für ein Kind, also so ein ganz, ganz kleines Mädchen hat diesen Hengst, hat aber jetzt nach ganz, ganz kurzer Zeit, nach wenigen Monaten schon gar keine Lust mehr auf den und deswegen muss er weg. Das Problem ist, dass er so ein kleiner Wanderpokal ist und in den letzten Jahren, ich habe da jetzt auch so ein bisschen nachrecherchiert und nachgeschaut, immer ein halbes Jahr bei dem war, dann ein halbes Jahr bei dem anderen, dann wieder ein halbes Jahr bei dem, also das war so richtig, ist der so durchgereicht worden und hatte einfach halt kein fixes Zuhause. Plus die Tatsache, dass der keinen Kontakt zu anderen Pferden hat, sondern zu Schafen und sonst alleine steht. Und ich sehe das, es hat mir halt mega leid getan, ich sag's dir, wie es ist. Es war schon so, ich bekomme richtig viele von solchen Nachrichten. Weiß auch, dass man nicht alle retten kann. Und es ist mir schwer gefallen, aber ich habe nur gedacht, okay, Hengst, 14 Jahre, was mache ich, wie? Und habe die Nachricht geschlossen. Aber diese Nachricht hat mich doch beschäftigt. Konnte dann auch in der Nacht nicht schlafen. Es war dann schon so ganz komisch. Ich habe dann über ganz viele Dinge nachgedacht, mit meinem Freund darüber gesprochen und auch mit meinen Freundinnen. Und jetzt gibt es hier die Fortsetzung. Die Fortsetzung lautet, ich bin mit meiner Freundin dorthin gefahren. Ohne Pferdeanhänger. Aber mich hat es nicht losgelassen und wir mussten dorthin fahren. Es hat irgendwas gegeben, was mich gecatcht hat oder wo ich mir gedacht habe, das kann es ja nicht sein, was ist da? Und dann sind wir tatsächlich zu dem kleinen Mann hingefahren und ich zeige dir jetzt einmal ein paar Bilder von ihm. Und da siehst du den kleinen Mann mit seinem abgeschnittenen Schopf, den das Mädchen abgeschnitten hat und auch die Mähne, die abgeschnitten ist. Aber zumindest steht er draußen. Nicht den ganzen Tag alleine in der Box, alleine in diesem Stall, aber zumindest draußen halt auch alleine. Wir haben uns dort auch umgesehen und weit und breit kein Pferd gesehen, als wir dort waren.
Im Stall war es auch so, dass es nicht so wie so ein typischer Pferdestall war, wo halt verschiedene Boxen sind, sondern es war so eine große Lagerhalle. Da war so ein Teil abgetrennt mit so einem Zaun und Gatter für Schafe. Und direkt dran war dann nochmal so ein kleiner abgezäunter Bereich, was dann so seine Box war. Und sonst waren halt so landwirtschaftliche Geräte drin, so Traktor und sowas. Und man konnte da auch durchfahren und da ist halt viel Zeugs rumgestanden. Also das war der Stall. Es war einfach in so einer großen Halle. Ich habe keine anderen Pferde gesehen und draußen leider auch nicht. Zumindest war da draußen auf dieser kleinen Wiese, die da abgesteckt war. Und ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, was denn mit diesem Kleinen ist, dass ihn keiner haben möchte, dass gefühlt nach jedem halben Jahr er dann wieder zu einem anderen Besitzer kommt. Ich meine, bei der jetzigen Besitzerin ist es halt so, dass das Mädchen einfach keine Lust mehr auf den hatte. Das ist halt wirklich ein richtig kleines Mädchen. Die hat ein Pony bekommen und hat jetzt einfach keine Lust mehr. Nach wenigen Monaten muss er halt dann wieder weg. Und kommt er vielleicht mit anderen Pferden überhaupt nicht klar? Führt er sich da so extremst auf, weil da auch kein Pferd weit und breit war? Er hat einen super lieben Eindruck gemacht. Also er hat das richtig genossen, als ich da war und als ich ihn gekrault habe, an Stellen, wo er da selbst nicht hingekommen ist. Das hat er wirklich genossen. Er hat auch voll so ein süßes Schnuffelchen gemacht und die Nase so in die Länge gezogen. Ich habe ihn da unten am Hals da gekrault, also direkt da bei der Brust. Das ist eine Stelle, die fast alle meine Ponys mögen. Also da kraulen, da hast du zu 80% die Chance, dass die Ponys das mögen. Und so war es auch bei ihm. Und habe da genau die richtige Stelle erwischt. Und er hat das sehr genossen und war da komplett im Genießermodus. Er hat auch einen so lieben Eindruck gemacht. Also er hat weder gebissen, noch getreten, noch gestiegen, noch gewiehert, sonst irgendwas. Er war einfach so da, voll ruhig, war, glaube ich, auch so angenehm überrascht über den Besuch. Ich finde auch, dass es so ein bisschen den Eindruck gemacht hat, das hätte schon so ein bisschen abgeschlossen mit der Tatsache, dass er da jetzt irgendwie alleine ist, schon über einen längeren Zeitraum. Ich meine, was willst du da großartig machen? Also irgendwann gibst du es halt auch auf, denke ich mal. Anfangs willst du dich noch aufführen und sagen, okay, ich will hier raus und ich bin hier alleine. Und irgendwann gibst du auf. Ich denke, dass vor allem wir jetzt seit dem letzten Jahr uns ungefähr vorstellen können, wie das ist, komplett alleine zu sein oder irgendwo auch eingesperrt zu sein und halt nicht weg zu können, nicht Kontakt zu anderen zu haben. Du weißt, in Zeiten wie diesen, seit letztem Jahr hat sich ja auch die Welt komplett irgendwie geändert und ich glaube, dass wir uns das jetzt auch so ein bisschen besser vorstellen können, wie sich das anfühlt, wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit in der Wohnung sein müssen, zu Hause sein müssen und Pferde die ganze Zeit alleine in einer Box stehen müssen. Also bei ihm ist es so, alleine in der Box und hat eben auf dieser kleinen Wiese, als wir uns ihn angesehen haben. Die Besitzerin hat mir gesagt, dass er einen Pferdepass hat, muss jedes Pferd haben, aber er hat auch Papiere und ich so, okay. Ja, mir geht es halt hauptsächlich darum, dass ich nicht möchte, dass ein Pferd oder Pony hier einfach komplett alleine steht. Sein Name, das habe ich noch gar nicht gesagt, er heißt Brillant. Die Tatsache, dass es ein Hengst ist, dass sie nicht weiß, wohin, dass wir hier in dem Stall, in dem ich meine Pferde habe, keinen anderen Hengst haben, dass ich noch den Rubien habe, der kein Hengst ist, sondern ein Wallach, dass ich noch viele Stuten habe. Ja, aber er war mega lieb. Also von der Art richtig, richtig lieb, sehr angenehm, unkompliziert, zumindest war das unser allererster Eindruck. Das Mädchen war auch dort, hat sich sehr wenig für den Kleinen interessiert. Also sie hat einmal nur einmal ganz kurz hat sie ihn so angegriffen und das war's. Also man hat auch gemerkt, dass sie einfach absolut kein Interesse für Pferde hat oder vielleicht nicht mehr hatte. Vielleicht ist da irgendwas vorgefallen, dass man sagt, muss es nicht unbedingt sein. Mega schade, dass der jetzt einfach weitergereicht wird. Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit nur gefragt, was passt bei dem Kleinen nicht? Wo ist da der Haken an der ganzen Sache, dass er nicht bei einem Stall bleibt, sondern immer und immer wieder weitergereicht wird, immer und immer wieder verkauft wird. Warum hat er kein fixes Zuhause? Was macht er? Führt er sich so stark auf? Versteht er sich nicht mit anderen Pferden? Wo ist genau das Problem? Und diese Frage konnte ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht beantworten. Es war komisch. Die Besitzerin hat mir halt nur gesagt, dass ihre Tochter das Pony halt nicht mehr haben möchte. Und ich muss ihr halt glauben, wird das wahrscheinlich auch so sein, aber was halt davor alles war, keine Ahnung. Ja,
Und dann waren wir dort. Ich war im Auto dort gemeinsam mit meiner Freundin und wir sind ja ohne Pferdeanhänger gekommen. Ja, und dann sind meine Freundin und ich ins Auto gestiegen und sind gefahren.